Ja, guten Morgen da jetzt auf der Interzoom an unserem Organoidenstand. Der ist jetzt da ziemlich groß. Ihr seht, wir sind da gerade beim Aufbauen und jetzt sage ich euch ganz schnell, was es da für neue Sachen gibt. Das, was vielleicht ganz besonders gut kommt, das ist unsere Goldtapete mit ein bisschen Heu drauf. Wir sagen dazu Klimt, wie der berühmte Maler. Die hat auch den Interzoom Award gewonnen für hohe Produktqualität. Wir haben also Gold, wir haben Silber und wir haben Kupfer. Genauso wie es sich gehört. Da sehen wir noch jetzt ein paar andere Sachen von unserer neuen Light-Kollektion. Das sind einmal alles erste Entwürfe. Da ist ja zum Beispiel der Hopfen dabei. Ah, der riecht immer noch ziemlich schrecklich, weil ich ja kein Bier mag. Mir ist der Wein lieber. Weinplatte haben wir übrigens auch. Schaut mal da auf. Sechs ist da oben über dem Fernseher. Das ist sozusagen unsere Genussecke. Das sind da Weinplattel geschnitten, herbstlicher Weinplattel. Daneben sehen wir Cannabisplatte mit den schönen Platteln. Da sehen wir Kaffeestrukturen mit unserer neuen patentierten Technologie. Und da ist auch ziemlich cool von Sublidot, eine sublimierte, also eine eingeschmolzene, verdampfte MDF-Platte, wo unsere Margeriten richtig tief in der Tiefe einbaut sind, Stück für Stück. Da sehen wir unsere Displays, wo unsere 20 HBL aus der Lagerkollektion vorgestellt sind. Da einer unserer Partner, Admonter. Schöne Erle Grau mit Kronblumen. Da tolles Bild von unserem tschechischen Partner. Echtes Altholz, schönes kleines Teil mit einer unserer Platschen aus Almwiese. Da sehen wir, dass wir schöne Kastelfronten machen können mit unserem Partner Teamwork. Da sehen wir unsere Varianten, was wir so haben, alles an Formteilmöglichkeiten, alles 100% biobasiert, 100% biologisch abbaubar und da zum Beispiel Kork mit Kaffee. Das haben wir vor 2-3 Monaten einmal gemacht und das riecht immer noch ganz super nach Kaffee. Jetzt in der Früh, gerade wichtig für mich, ich bin noch nicht so richtig auf Vollgas. Da unsere Standard rosenblierten Platten und das ist zum Beispiel eine Variante. Kunde wollt mit Almrosen, machen wir es mit Almrosen, wir kennen alles. Da sehen wir unseren Bestseller mittlerweile. Das ist die Almwiese, in dem Fall auf HBL, auch da bei der Lindner Group, eingebaut im Cube. Das kann man natürlich auch alles gut durch leuchtbar machen, da mit Paneele von außerdem. Da sehen wir wieder Admonter, das ist auch ganz eine coole Geschichte. Das sind besonders gefaltete Paneele für die Wandverkleidung von Foldwall bei Rosenheim. Drüber sehen wir unseren Kontrabass, der zeigt da so auf unsere Akustikecke, wo wir also sehen unsere Bildabsorber, unsere normalen Absorberplatten und natürlich die ganzen verschiedenen Möglichkeiten mit Sachen, die wir perforieren können. Zum Beispiel eben auch die Gipsfaserplatten und verschiedene andere Sachen. So, da ist auch noch ziemlich cool, haben wir unsere LED-Paneele, die da mit Skelettplatten, mit unserer Klebefolie da bezogen sind. Da haben wir ein schönes Geschichtel mit Wolle, mit Wasserpflanzen drauf. Da haben wir herbstliche Platten, das ist auch eine coole Angelegenheit. Schaut euch einmal das an, wie das da cool ausschaut. Ja? Jupp, dann da sehen wir noch weitere Beispiele unserer Light-Kollektion auf unserem neuen Display, wo man also ganz cool einfach so machen kann und dann ist es wieder auf seinem Platz. Dann spazieren wir da über den Boden, da sehe ich mal schon, das sind unsere coolen Decken, auch wieder mit Almwiese, teilweise hinterleuchtet. Schöne, harte, glatte Oberfläche mit unseren NFC-Chips, die wir jetzt zukünftig ausgeben. Das ist es so aufgebaut mit unseren Foldern und Broschüren und Kollektionskarten und natürlich auch mit unseren Messeberichten, wo wir ganz genau immer einschreiben, mit wem wir geredet haben, was wir ausgemacht haben, dass wir ja nichts vergessen und auch die Muster schnell verschicken. Diesmal haben wir am Boden unsere Bilder einfach teilweise aufgeklebt, die den, mit dem Boden zum Turn haben. Da sehen wir jetzt da zum Beispiel wieder unsere Decke mit den Kronblumenblüten, die hat der Frank Ackermann gemacht. Und da sieht man, da haben wir das so gemacht, dass man eingreifen kann. Und dann, was ist da drinnen? Kronblumenblüten! So,
dann geht's weiter. Was haben wir da noch? Da, unsere Kaffeedecke. Da sieht man jetzt den Kaffee mit der Bohnenreliefstruktur. Da sieht man ganz schön, was das eigentlich für eine schöne, wertige Oberfläche ist. Und da oben haben wir zum Beispiel auch wieder das gleiche Produkt, aber einfach komplett glatt. Da sehen wir, ganz wichtig, Saunaboard von Grabner. Haben wir also schon, hat unser Partner schon viele lässige Saunas damit gemacht. Da, Rauchen verboten, Feuerlöscher. Da sieht man noch zwei Feuerlöscher, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil unsere Produkte sind jetzt zu 100% mit unserem organoiden Wunderwuzi-Mittel sind die BS1D0. Das heißt die beste Schwerentflammbarkeitsklasse ohne auf jedem Trägermaterial praktisch jede Oberfläche auf HBL, auf Klebefolie, auf dem Flachsvlies, auf dem Flexi, ganz gleich was. Mit unserem Auftrag ganz gleich, was für Trägermaterial drunter ist, ob das eine normale Spanplatten ist oder Dreischichtplatten, das ist immer BS1D0, wenn wir unser Mittelchen auftragen. So, da, Build Absorber, jetzt sind wir übrigens im Lupus, das ist auch eine coole Struktur. Da sehen wir unsere Build Absorber in den verschiedenen Größen, die wir gemacht haben. Da Lampe von Leuchtnatur, die kommt auch ziemlich gut, schaut einfach lässig aus, ist da jetzt ein bisschen wackelig.